Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu dem Kongress Selbstheilung und Berufung, der Weg zu deinem wahren Selbst. Mein Name ist Sabine Göbel und ich begleite Menschen auf ihrer Reise, ihre Berufung zu finden und vor allen Dingen erfolgreich zu verwirklichen. Und heute habe ich eine riesige Freude und einen wunderbaren Gast hier, die liebe Nada, hier zu haben, die uns einiges über das Thema Selbstheilung erzählen wird. Liebe Nada, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Sabine. Ich freue mich auch auf das, was sich jetzt dann zeigt. Sehr schön. Für die Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, ich stelle dich mal kurz vor. Du bist Gründerin der Global Harmony Unity und wo es darum geht, sich wieder an die Liebe zu erinnern, die wir selbst sind. Und der Mann an deiner Seite, mit dem du bereits seit ca. 40 Jahren dein Leben teilst, ist Kurt Tepperwein, der auch der Schirmherr davon ist. Und die Intention von der Global Harmony Unity Unity soll dabei helfen, uns zu erinnern, dass wir vollkommene Wesen sind und dass wir in unsere Selbstliebe kommen. Und zwar, wie es da beschrieben ist, und wenn man sich das wirklich mal so auf der Zunge zergehen lässt, bedingungslos, wertschätzend und makellos, so wie es unsere Natur ist. Und das fühlt sich, wenn man da wirklich mal reinspürt, so selbstverständlich an, so wirklich natürlich an, aber leider ist es so, dass gerade das Thema Selbstliebe oder bei uns selbst anzukommen oftmals ein riesiges Hindernis ist. Wie war denn dein Leben dahin zu kommen, ja, dass du sagst, jetzt bin ich endlich bei mir angekommen? Denn oftmals machen wir ja viele Umwege, bis wir wirklich sagen können, jetzt bin ich zu Hause. Ich versuche es kurz zu machen. Mein Leben ist ja schon relativ lang. Ich habe immer mich als zwei erlebt. Einmal hatte ich immer schon als Kind auch immer schon ein Gefühl für mich selbst. Und da wusste ich auch, da ist alles gut. Das ist mein Zuhause. Das bin ich. Und dann gab es mich als kleines Mädchen, heranwachsend, als Frau, als wie auch immer, als Mensch. Und in diesem Menschsein, in dieser Persönlichkeit gab es viele Dinge, die haben mit dem nicht übereingestimmt, wie ich mich innen drin erlebt habe. Und das hat mich auf einen Weg der Suche gebracht. Und ich war weltweit unterwegs, habe wirklich sehr viele Heiler, Trainer, Erleuchtete, Teacher, Coachings, keine Ahnung, Ausbildungen begegnet, mich eingelassen. Damals eben auch, als ich zum Beispiel mit dem Thema Gesundheit, Heilung, ich habe mich immer gefragt, warum sind die Menschen, weder sind sie gesund, noch sind sie glücklich, noch sind sie erfüllt. Was machen die eigentlich hier? Ich habe so die Menschen wirklich nicht verstanden und hatte dann durch eigene körperliche und in der Familie körperliche Symptome dann irgendwann von einem Heilpraktiker gehört. Das war damals noch nicht so bekannt. Köhn Lechner hat es damals ein Buch geschrieben und bekannt gemacht. Und da gab es das erste Mal für mich Körper, Seele, Geist, wo jemand über Seele gesprochen hat. Und dann habe ich damals, war viel zu jung, habe ich die Ausbildung gemacht und hatte immer noch das Gefühl, da kann ich vielleicht Biopflasterchen über irgendetwas drüber kleben, aber das, ich habe doch immer noch keine Ahnung, wieso wird der Körper wirklich krank? Warum ist der Mensch nicht gesund? Was ist eigentlich Seele? Und all diese Fragen wurden mir bei der Ausbildung nicht beantwortet. Habe dann natürlich weiter geforscht, weiter Ausbildung gemacht. Und da bin ich dann auch Kurt begegnet, der über die Botschaft des Körpers bei einem Kongress gesprochen hat. Das machte auch auf jeden Fall viel, viel mehr Sinn als alles andere, aber es war nie komplett. Komplett wurde es tatsächlich für mich, wo viele Stationen waren, aber ich mache es kurz, wurde es dann 2008, als ich zu einer spirituellen Wissenschaft, Akram Vignan, kam, wo genau diese zwei Aspekte bewusst werden. Weil letztendlich, was du sagst mit Selbstliebe, es ist wirklich die große Frage, wer bin ich hinter allem? Bin ich Nada? Bin ich die Frau? Bin ich in einem Körper, der halt älter wird? Bin ich der Mensch, der sich ständig verändert, der niemals aus meiner Sicht vollkommen werden kann, sodass ich mich bedingungslos lieben kann, weil irgendwas gibt es immer auszusetzen? Oder bin ich der, der vollkommen ist, der heil ist, der Liebe ist?
So, und das war für mich so das Dilemma, in dem ich mich befunden habe. Ich habe mich zwar als das erlebt, aber erlebt habe ich mich natürlich auch als Mensch mit Kurt, der sich nie geärgert hat und so. Aber ich als Nada, mich geärgert, wurde eifersüchtig, wurde krank und ich habe es nicht zusammengekriegt. Und bei dieser spirituellen Wissenschaft kam es dann zusammen, dass dort durch eine, wie so eine Art Experiment, eine Zeremonie, die Erfahrung kommt und das Gewahrsein darüber, das bin ich wirklich und das bin ich hier im Relativen, nicht intellektuell, sondern wirklich auf eine erfahrbare Ebene kommt. Und das hat es für mich komplett gemacht. Da hat es auf einmal gesagt, oh, endlich kriege ich die Antworten, wieso und warum, dass ich als Nada, ich wusste, ich kann Liebe zum Beispiel. Ich kann mir selbst, ich kann versuchen, mich selbst zu lieben, aber eben im Menschlichen gibt es immer noch den Intellekt und immer noch den, der bewertet, der ist einfach da. Ich kann in Meditationen, im Zen und wie auch immer, kann ich versuchen, Gedankenstille zu haben, aber der kommt, das ist halt seine Natur. Also die verschiedenen Wege, die es zu gehen gibt, die alle nicht schlecht sind und für mich gibt es da auch keinen Umweg oder was hast du vorhin gesagt? Für mich hat jeder Schritt und jeder Weg hat mich letztendlich dorthin geführt. So ähnlich wie bei Edison mit den Versuchen, dass er die Erleuchtung im Relativen kriegt. Also alles waren erfolgreiche Versuche, weil für mich hat das alles so nicht funktioniert. Da wurde es dann komplett so, dass es darüber keinerlei Zweifel gibt, wer wir wirklich sind, wer ich wirklich bin. Das ist das Einzige, was wir wirklich wahrhaft sind. Aber eben auch das Menschsein, die Persönlichkeit, das mit hineinzubringen, Verständnis, wieso und warum bin ich so, warum sind meine Umstände so, was kann ich wirklich tun, bin ich wirklich der alleinige Schöpfer? Und wenn ich es wäre, dann müsste es doch bei allen Menschen gleichzeitig funktionieren. Da war immer noch aus dieser Idee, aus dieser Philosophie und Weltsicht immer noch so, ne, ich bin immer noch nicht gut genug, ich habe es immer noch nicht geschafft, ich habe immer noch zu viel, keine Ahnung was diese Selbstliebe und damit Selbstliebe, also Liebe und Heilsein ist für mich eins, das geht Hand in Hand. Letztendlich ist es auch die Berufung, es ist das, was mich ruft, von dem her schließt sich da der Kreis. Das kann ich im Persönlichen, in dem, was sich immer verändert, kann ich das nicht, weil das nicht konstant bleibt. Das ist seine Natur, so wie Tag und Nacht, Sommer, Winter bei uns. Aber wir sind auch das, was immer da ist und da ist es zu finden. Und dann kann ich mich als Mensch ganz anders begleiten. Jetzt war das in der Tat ein schneller Sprung, ja, was du so alles durchlaufen hast. Lass uns da gleich nochmal zurückkommen mit dieser Wissenschaft. Was mich aber auch besonders fasziniert hat, was ich sehr spannend finde, dass du dir als Kind, als kleineres Kind tatsächlich schon solche Fragen gestellt hast. Warum bin ich überhaupt hier? Warum sind Menschen krank? Warum gibt es Kriege? Ja, und du hast dann auch mal gesagt, du hast dich eigentlich den Tieren sehr viel näher gefühlt. Und bei mir kam die Spiritualität, das Aufwachen erst relativ spät, da war ich Mitte 40 und ich habe mir schon ein paar Mal gefragt, wäre es einfacher gewesen, eigentlich als Kind schon so zu spüren, da muss es doch noch was anderes geben. Auf der anderen Seite, wenn das Umfeld das nicht auch fördert oder dass man drüber reden kann, ist es ja auch nicht unbedingt einfach. Was ist denn deine Meinung dazu? Also ist es eigentlich gut, wenn man schon als Kind dann das in sich trägt, macht es das einfacher oder sind eigentlich die Herausforderungen auch sehr groß, weil ja manchmal das Umfeld gar nicht versteht, was in einem Kind vor sich geht? Ich glaube ganz zutiefst daran, dass jeder genau den Weg geht, den er zu gehen hat. Und es geht nicht wirklich darum, ist es leichter oder einfacher und wie ist es und wäre es besser. Da glaube ich, das ist müßig, darüber nachzudenken, weil jeder genau den Weg geht, den er sich vorgenommen hat oder der aufgrund seiner Absicht und seinem Gänsefüßchen, vielleicht auch karmischen Paket, was er halt mitbringt, einfach da ist. Und jeder geht seinen einzigartigen Weg. Und ich glaube, gerade dieses Vergleichen bringt uns immer wieder weg aus dem Jetzt und aus der Liebe und aus dem Heilsein, weil Heilsein heißt komplett sein, vollkommen sein. Von dem her weiß ich zutiefst, jeder Weg ist perfekt, so wie er ist. Und alle Umstände, auch wenn sie halt nicht angenehm sind und schmerzhaft und leidvoll, sie sind dennoch immer für uns und unterstützen uns darin, dass wir irgendwann erkennen, wer wir sind und was es eigentlich geht.
Ja, ich denke auch, ja, wir müssen gewisse Erfahrungen machen oder weil unser eigenes Ich hier, das Weltliche, einfach noch nicht bereit dazu ist. Wobei ich manchmal auch denke, ja, es müsste doch manchmal auch Wege geben, die nicht unbedingt so schwierig sind oder so viel Umwege. Und von daher, man kann natürlich nur in der Geschwindigkeit gehen, wie es mein Menschsein auch zulässt. Aber manchmal kommt man ja mit gewissen Dingen in Berührung, wo man merkt, so spürt, hoppla, da tut sich jetzt was. Oder da finde ich viel mehr Antworten. Oder das berührt mich jetzt in der Tiefe, wie ich es vielleicht bisher nicht gesehen habe. Und da warst du ja auch sehr lange auf der Suche. Und bis so deine Berührungspunkte waren, zu so sagen, hey, hier bin ich angekommen. Diese Wissenschaft, von der du gerade erzählt hast, kannst du uns da mal ein bisschen näher darüber so informieren? Was war da anders? Was war der Punkt, wo du gesagt hast, wow, jetzt merke ich, es geht tiefer? Genau, also dieser Weg ist tatsächlich ein Abkürzungsweg. Und ich habe mich da auch gefragt, auch mit dem, der das im Prinzip diese Zeremonie durchführt, warum bin ich da nicht früher hingekommen? Ich habe das doch mein ganzes Leben lang schon gesucht. Und auch da zu wissen, die Umstände sind immer perfekt. Ich musste den Weg gehen, weil dadurch kann ich Menschen viel, viel besser auch verstehen. Ich kenne so viele Wege, die andere gehen. Und kann aus der eigenen Erfahrung, weil ich mich immer zu 100% auf etwas einlasse, jetzt aus eigener Erfahrung erzählen, wie es mir damit gegangen ist und was mir zum Beispiel gefehlt hat. Und ich wurde dann irgendwann auch, bin da zur Advaita, also verschiedene Wege und wurde dann auch als erleuchtet erklärt und habe gesagt, ihr lieben Leute, ja, innen drin ja, aber Erleuchtung fühlt sich anders an. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich finde im Außen. Ich find es nicht im Außen. Das war auch klar. Alles ist in mir. Wir sind alles. Und habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe nirgendwo mehr hin, weil es ist natürlich in mir und alles ist jetzt und alles kommt zur richtigen Zeit. Und habe dann von einem Bekannten gehört, der ähnlich wie ich unterwegs war, der unglaublichen hohen IQ hat und der bei auch einem Weg und ich glaube über 2 Jahre im Gehirn erforscht hat, was passiert bei Erleuchtung. Und hat herausgefunden, Erleuchtung müsste eigentlich in 2 Stunden passieren. Und hat das gegoogelt und ist dort über diese Eingabe Erleuchtung in 2 Stunden zu Akram Wigner, dieser spirituellen Wissenschaft gekommen. Das wusste ich alles nicht. Ich habe nur von ihm gehört. Übrigens, er hat schon wieder was gefunden und der war selbst, hat Erleuchtungsseminar gegeben und Bewusstsein erwecken und was auch immer. Und gerade das, was der gefunden hat, das scheint nochmal jenseits von allem zu sein. Er sagt, das, was man vorher gedacht hat, das ist Erleuchtung und Bewusstsein. Das ist es alles nicht gewesen. Und natürlich war ein Aspekt dann gesagt, okay, den muss ich jetzt kontaktieren, das muss ich jetzt auschecken. Weil ich ja immer noch das Gefühl hatte, ja, es ist zwar alles in mir, aber es ist nicht, was in mir sagt, das ist wirklich komplett. Aber die Stimme, nirgendwo hinzugehen, war lauter. Und dann wirklich kurz danach, vielleicht 2, 3 Wochen später, kam Kurt runter und sagt, übrigens, wir kriegen am Wochenende Besuch. Wer kam? Diese Person kam zu uns. Und ich habe nicht gefragt. Ich kann sehr stur sein als Persönlichkeit. Wenn ich mich entschieden habe, dann mache ich das so. Und er, am letzten Abend hat er dann gesagt, übrigens, ich bin in 2, 3 Wochen oder so, fliege ich nach Indien. Vielleicht interessiert es dich. Und ich so innen drin, endlich fängt der mal dann an. Und ich hatte wirklich wenig Ahnung. Aber ich wusste, ich möchte das gerne für mich prüfen. Ich möchte prüfen, was er da fährt. Und er war sehr, sehr verändert. Ich kannte ihn ja schon einige Jahre vorher. Und er war sehr, sehr verändert. Sehr, wow. Der war einfach da. Normalerweise, wenn man Kurt und mich, also jetzt ist das ja nicht mehr möglich, aber wenn man uns besucht hat, hat man entweder Kurt besucht oder mich oder Kurt und mich. Aber ich habe noch nie vorher jemanden erlebt, der einfach da war, wo es egal war. Der war da, wo er war. Also es war sehr beeindruckend. Wow. Du meinst keine Hat bewusste sich. Intention, sondern so, es war dann einfach so. Ja, weil normalerweise hat man ja eine Beziehung zu dem einen oder anderen oder zu beidem. Aber da gab es keine Präferenz mehr. Da gab es kein, er schien einfach präsent zu sein, so wach mit dem, was ist. So, und tatsächlich, es war zu dem Zeitpunkt nicht absehbar, dass das klappen hätte können, aber es hat geklappt. Ich war tatsächlich dann 3 Wochen später in Indien.
Und habe von Tutenblasen nichts verstanden. Ich habe damals wirklich kaum Englisch gekonnt. Indisch natürlich erst recht nicht. Habe aber diese Zeremonie mitgemacht. Auf Indisch wirklich keine Ahnung. Habe aber dort danach bemerkt, dass ich in mir das verändert habe. Dass in mir diese Suche vorbei war. Auch wenn ich es wusste, ich wusste, im Außen finde ich es nicht. Aber ich konnte sehen, dass es immer noch eine Tendenz gab, nach außen zu schauen. Auf einen Partner oder was auch immer, immer wieder eine Tendenz, innen drin wusste ich, da findest du es nicht, da ist das Glück nicht, da ist nicht die Erfüllung, da ist nicht die Liebe. Das wusste ich, aber ich als Person, als Mensch habe immer noch die Tendenz gehabt und das hat aufgehört. Exakt damit. Es ist wie, als hätte ich, auch, das wusste ich vorher alles, aber das sage ja, das ist der große Unterschied, weil dann die wahrhaftige Erfahrung kommt, dass ich als Nada mich mir selbst zugewandt habe. Ja, und Und dadurch, ja. dass du ja auch die Sprache jetzt nicht unbedingt so gut konntest, wie du sagst, Hindi ja sowieso nicht und Englisch, naja, das heißt, es ist wirklich was auf einer anderen Ebene, auf einer energetischen Ebene passiert, was sich dann so durchdrungen hat, wo du da auch gemerkt hast, hoppla, jetzt hat sich wirklich was geändert. Ich würde nicht mal sagen auf einer energetischen Ebene, weil das wäre immer noch relativ. Es ist auf der Essenz, auf der höchsten essentiellen Ebene der Wahrheit, der absoluten Wahrheit dessen, was wir sind. Auf der göttlichen könnte man sagen. Und das ist kein Humbug und da macht keiner irgendwas mit einem, sondern was passiert, ist das, was wir wirklich sind, wird wie wach. Es gibt so ein ganz schönes Beispiel, was ich sehr mag. Ich mag gerne Bilder. Es ist wie zu einem Goldschmied zu gehen, also wir sind alle so ein Schmuckstück und in diesem Goldschmuckstück zum Beispiel sind verschiedene Elemente. Da ist das reine Gold drin, aber da ist Nickel, Kupfer, Silber, da ist alles Mögliche auch drin, damit diese Form passieren kann. So. In unserer Form ist das reine Gold, ist das absolut göttliche, reine Seele, wird hier gesagt. Aber da ist auch das Ego und der Verstand und die Persönlichkeit und was auch immer, das ist auch da. Und das so differenziert zu erfahren, dass alles an seinem Platz ist, dass wirklich ich als dieses reine Gold, als das reine Atma, das absolute Selbst, mich erfahren kann und nicht immer nur, weil man über Nada irgendwas sagt, dann trotzdem reagiere. So, das passiert in diesem, wie zum Goldschmied zu gehen, der diese einzelnen Elemente für uns so trennen kann, dass wir es selbst erfahren können, dass wir, okay, das bin ich wirklich. Das gibt keinen Zweifel, das bin ich wirklich. Und diese anderen Dinge, die sich verändern, also ich als Nada, das kann ich jetzt begleiten. Und ich weiß, wieso und warum und weshalb. Und dieses innere Wissen, was in uns ist, das wird frei. Dieses befreiende Wissen, das wird hier Gnan, also befreiendes Wissen, was nicht reingesetzt wird, sondern was ja in uns ist und frei wird. Aber eben nichts, was irgendwie energetisch jetzt irgendwas an mir verändert, sondern das, was wir uns, ich sage auch gerne, was wir uns normalerweise Schritt für Schritt erarbeiten müssen, loslassen und hecheln und keine Ahnung, was man alles machen kann, was letztendlich zu dem bringt, was wir wirklich sind, wenn nichts anderes mehr übrig bleibt. Da kriegen wir wie so einen Bypass, wir werden hierher gesetzt und erfahren das und haben trotzdem noch das, was wir normalerweise gehen hätten müssen, können wir jetzt aber von hier aus sehen. Und dadurch wird es halt viel, viel leichter. Weil ich bin angekommen, das sind wir sowieso. Jetzt kann ich das andere, was übrig ist, was einfach in der Welt noch offen ist, an meinen Berufungen, an meiner Absicht, an meinem vielleicht körperlichen Heilungsprozessen, wie auch immer, das kann ich jetzt ganz anders begleiten durch die veränderte Sichtweise jetzt von dem, wer ich wirklich Das bin. heißt, du konntest viel besser unterscheiden, zu sagen, das ist die Uressenz von dir und zu spüren, da ist man heil, da ist man ganz, da ist man in der Liebe und das ist mein Ego, ne? Vielleicht noch diese Ängste manchmal oder Zweifel oder warum werde ich noch manchmal wütend oder eifersüchtig. Das heißt, du konntest dann einfach sehr viel mehr wahrnehmen, das eine bin ich und das andere ist halt meine menschliche Seite und damit dann. Genau, und noch mehr als wahrnehmen ist es wirklich zu erleben. Wir sind das. Wir müssen es nicht fühlen, sondern wir sind das. Das Ich. Es gibt auch eine ganz einfache, also es ist wirklich eine Wissenschaft, du musst nicht dran glauben. Es funktioniert, es ist wirklich ein Experiment. Es wird auch eingeladen, dass man wirklich dieses Experiment durchführt, wie in einem chemischen Experiment oder einem physikalischen Experiment, dass man das genauso macht.
alle zusammen. Und dieses Ich gibt so eine ganz einfache Gleichung, das Ich, was wir wirklich sind. Das muss ich nicht fühlen, das muss ich nicht wahrnehmen, das bin ich ja. Das bin ich immer. Und Ja. das lass mich die Gleichung, und das heißt, diese Gleichung, das Ich plus mein Körper, meine Sprache, meine Geschichte, meine Wahrnehmung, meine Gefühle, mein Verstand, mein Ego, dieses meines Ego. Und wenn das mein weg ist, oder ich sehe, okay, das bin ich als Nada, aber ich bin das Ich. Sei still und wisse, dass ich Gott bin. Das Ich ist Gott. Und das müssen wir dann nicht mehr uns dran erinnern oder so, weil wir das sind. Ja. Das ist so ein Riesenunterschied zu allem, was ich sonst vorher auf den unterschiedlichen Wegen oder Techniken oder wie auch immer erfahren habe. Wie ist das, Nada? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren, weil es gibt ja so viele Techniken und auch so viele Philosophien, wo man sagt, wir machen hier eine Initiation und da ist es alles anders oder es gibt ja so unglaublich viel. Und deswegen ist ja auch die Suche nicht immer so einfach. Oder wie du eben sagtest, du sagst, ich mache jetzt nichts mehr, ich habe mein Leben lang gesucht, ja. Ja, dann kam es ja doch auf dich zu. Aber wie ist das jetzt? War das halt jetzt etwas, wo du sagst, das spricht mich halt an, oder kannst du aus deiner tiefen, großen Erfahrung es damit sagen, dass es vielen Menschen so ging, dass da irgendwas doch noch mal anders ist? Also was ist es, was wirklich anders ist als andere, die sagen, auch wir machen Initiation und du kommst hier bei dir selbst an, weil oftmals fällt man ja danach auch wieder raus. Genau. Also ich bin ja 2008 dorthin gekommen, war eine der ersten Deutschen. Mittlerweile, ich kenne Tausende. Ich kenne einfach Tausende von Menschen und habe dann ja mit initiiert, dass es hier ins Deutschsprachige kommt. Und es ist, ich würde sagen, bei mindestens 90% ist dieses, die Suche ist vorbei, ich bin angekommen. Wow, das ist schon mal eine eindrucksvolle Zahl. Und nicht nur halt in Deutschsprachen, ich kenne sie natürlich international. Und es ist da auch, dass man, was ein Thema hier auch ist, weil ich mich immer gefragt habe, warum bin ich als Frau inkarniert? Ich fand das immer mit den Mädels und sowas immer, ich hatte da nicht noch weniger Zugang als überhaupt zu den Menschen. Und in dieser Wissenschaft kannst du, wenn du 2 Jahre drin bist und so weiter, kann man speziell mit Frauen auch zusammen sein, wo es um diese weiblichen Themen geht. Und da sind wir waren jetzt, also es ist einmal im Jahr in Indien, gibt es da einen Retreat, da habe ich jetzt 8000 Frauen aus der ganzen Welt, aus allen Kulturen, aus allen Religionen. Und es spielt so keine Rolle eben. Es spielt dieses, egal von wo ich komme, aus welchem Land, welche Sprache, welche Religion, welche Kultur, da dadurch, dass es die gleiche Essenz ist, das gleiche Ich im Prinzip, schauen wir auch noch aufs Gleiche, obwohl man sagen kann, ja, aber die Frauen in Indien oder in Afrika oder in keine Ahnung und wir im Westen sind doch ganz anders. Im Persönlichen vielleicht, aber die Grundmuster auf das, was wir schauen, ist bei allen das Gleiche. Und da habe ich einfach, ja, Tausende, wo einfach dadurch natürlich so viel Frieden Einkehr. Das heißt nicht, dass sofort alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Gar nicht. Jeder hat im Weltlichen seine Konten zu sehen. Also das, was einfach noch offen ist, was wir durch den Bypass einfach geschenkt bekommen haben, angekommen sind. Aber das gilt es einfach noch zu sehen und zu begleiten. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Aber was immer ist, ist ein Frieden damit. Egal was passiert, ob das jetzt auch, keine Ahnung, physische Krankheiten sind oder Beziehungen oder egal was, es betrifft ja mich nicht. Ich bin das und wir verlieren, also keiner verliert das mehr. Selbst wenn jemand hinkommt und sagt, nee, das ist jetzt irgendwie nicht mein Weg oder es ist zu indisch oder keine Ahnung was, die Essenz bleibt, das, was man dort bekommt, also das, was dort geschehen ist, das bleibt. Man bekommt noch 5 Sätze, die mit diesem Experiment gegeben werden. Das ist nichts, was man lernen muss. Das ist einfach, darin lebt man und das führt einen wie sicher durch das Ganze, was da noch ist. Und ich kenne auch einige, die gerade am Anfang, gerade in Deutschland, ist es jetzt sehr aufgebaut, weil wir halt ganz viel skeptisch sind und zweifeln und wissen wollen. Also es gibt auch da jetzt eine Akademie und so, die der Uwe jetzt mittlerweile alles führt und macht. Und das gab es früher nicht.
nicht. Also man ist da wie in Indien einfach nur hingekommen und dann war nichts. Und ich kenne also einige, die tatsächlich nur zu der Zeremonie gekommen sind und nicht dran geblieben sind. Aber wenn ich die frage, weißt du, wer du wirklich bist, wusch, das ist da. Kannst du dich noch an diese 5 Sätze erinnern? Uff. Also es ist auf einer Ebene, vielleicht ganz kurz, meine Mutter, die sind dann auch dorthin gegangen, weil ich gesagt habe, ich kann niemandem was Besseres wünschen. Und meine Mutter hatte dann einen Schlaganfall und war in der Klinik und es wurden Tests gemacht, sie konnte kaum sprechen und sollte irgendwas malen und so. Und hier wird zu diesem, zu der Essenz, die wir sind, reine Seele gesagt. Und hat meine Mutter, die kaum sprechen konnte, die wirklich nichts machen können, und diese Ärzte, und die haben sie wirklich ein bisschen drangsaliert. Und er kam auf einmal mit einer Klarheit und überhaupt, wir sind alle reine Seelen. In einer Klarheit, wo ich sage, wo wirkt das? Eben, das ist nichts Energetisches, es ist nichts, was der Persönlichkeit ist, es ist die Essenz selbst, die über den Körper dann auf einmal sprechen kann und die körperlichen Beeinträchtigungen einfach außer Kraft setzt, weil das Göttliche ist. Ne? So. Also es sind also so unendlich viele Erfahrungen, nicht nur eigene, sondern mit so vielen Menschen, die ich mit natürlich begleitet habe und die ich kenne, wo ich sagen kann, ja, also ich kann es jedem nur empfehlen, das auszuprobieren, zu spüren, ist es mein Weg. Auf jeden Fall kann er nur bereichernd sein, auch wenn ich dann was auch immer mache, vielleicht aufgrund dessen, was ich halt noch zu erfahren habe. Das ist alles Das heißt, offen. Also es ist. ja, das heißt, ich habe trotzdem noch meine Herausforderungen, ich kann trotzdem noch mal krank werden, ich kann mich trotzdem noch mal irgendwie ein Thema haben, beruflich, finanziell, was auch immer. Aber ich gehe ja anders damit rum, weil ich glaube, so ganz erleuchtet, solange wir hier auf der Erde sind, werden wir ja wahrscheinlich immer unsere Herausforderungen haben, nur auf einem ganz anderen Level. Kann man sich das so vorstellen? Nein, ein bisschen anders, weil du wirst nie wieder krank. Du warst noch nie krank und du wirst nie krank sein. Die Du Uressenz. wirst auch niemals, und das ist nicht was Intellektuelles, das wird dann erfahren. Ich bin wirklich heil. Und vielleicht auch das, weil ja das Thema auch Heilung ist, ist in dem Moment, wo ein Symptom auftritt im Körper, ist es schon im Prozess der Heilung. Das heißt, ich bin Nada. Ich bin eine Frau und ich bin eine Persönlichkeit und ich glaube, es alles ist nicht perfekt, inklusive mir. Ich habe dann natürlich dann das Bedürfnis, was zu verändern. Mich zu verändern, die anderen zu verändern, den Partner zu verändern, die Welt zu verändern, was auch immer. Und das ist eine Einmischung. In der Quantenphysik ist es dieses Greifen der Welle. Ich mische mich ein und damit lasse ich das natürliche Heilsein, das, was natürlich alles in Ordnung ist, wenn nicht dann dieses Ego beginnt, sich einzumischen, das ist wie dann frozen. Das ist das, was dann zum Beispiel im Körper oder auf anderen Ebenen, auf dem Bankkonto, in der Beziehung, egal wo man hingucken kann, was nicht mehr frei fließen kann. Und in dem Moment, wo ich aber wieder ich bin, und kann das begleiten, ist das, was aber abgespeichert ist, was gefroren ist, was fest geworden ist, das taucht irgendwann auf. Und wenn es auftaucht, ist es im Prozess der Heilung. Es ist schon im Prozess der Erlösung, der Auflösung. Und damit kann ich natürlich auch zum Beispiel physische Symptome, Krankheiten ganz anders begleiten. Weil es nicht, oh, jetzt bin ich krank, was mache ich denn? Jetzt muss ich irgendeine Therapie machen, damit ich wieder gesund werde. Dann, nein, ich bin gesund. Im Körper, der gesundet jetzt auch, der ist in seinem Heilungsprozess. Wie begleite ich den? Das kann durchaus sein, dass es eine Operation ist, dass es eine Chemo ist. Aber ich begleite den Heilungsprozess. Und das ist ein ganz anderer Raum natürlich. Der Körper hat einen ganz anderen Raum und ich begleite das Ganze natürlich ganz anders. Bei mir kann nichts passieren. Ich kann sowieso nicht sterben. Wir sind unsterblich. Es ist nicht intellektuell. Es klappt halt nicht, wenn ich es nur intellektuell habe. Und das kann ich natürlich dann ganz, ganz, ganz anders begleiten. Okay, das heißt, ich ermögliche dem Körper dann noch mehr in die Heilung zu kommen, was auch immer, weil ich mich ja immer daran erinnere, eben weiß. Oder eben nicht nur vom Kopf her, sondern in Erfahrung gemacht habe, dass ich unsterblich bin. Ich verliere dann vielleicht die Ängste. Ich kann dann vielleicht mir viel mehr Selbstheilung geben. Das ist ja auch das Thema. Und so, so kann man das dann sehen. Dass man natürlich Ich lasse nicht. es jetzt mal so stehen.
Jetzt habe ich mal eine Frage, und zwar, jetzt hast du ja auch einen großen Weisheitslehrer an deiner Seite, den Kurt Tepperwein. Und als du sagst, du hast da schon so viel gesehen und so viele spirituelle Lehrer und so weiter. Und wie ist es dann, wenn so ein den Mann an deiner Seite hast und sagst, ja, ich bin aber immer noch nicht angekommen, wenn ich mal fragen darf, war das dann auch für ihn eine Herausforderung zu akzeptieren, sie geht ihre eigenen Wege? Oder jeder Mensch hat ja doch das so ein bisschen Ego zu sagen, Mensch, warum klappt das nicht damit? Oder war das überhaupt kein Thema? Also wir sind so unterschiedlich, dass Kurt also sehr, 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 sehr gleich ganz, ganz schnell gesehen hat, okay, alles ist bei mir anders und alles funktioniert bei mir anders. Und er hat mich tatsächlich immer als Bereicherung irgendwie erlebt. Ich habe ihn natürlich dadurch, dass es bei mir halt anders funktioniert hat oder nicht so funktioniert hat und bei mir irgendwie auch alles anders war, hat es schon seine Welt, ich würde jetzt nicht sagen gesprengt, aber schon sehr, sehr, sehr erweitert. Und er hat es immer sehr ergänzend gefunden. Er hat mich, ich weiß noch ganz am Anfang, ich war ja ein junges Mädchen, ich hatte eh das Gefühl, ich habe von Tuten und Blasen ja keine Ahnung. Und dennoch gab es ja eine innere Wahrheit in mir, der ich auch nie ausweichen konnte. Und dann hat Kurt zum Beispiel ein Seminar vorbereitet und hat mir ein Seminarmanuskript gegeben und gesagt, okay, soll mal drauf gucken. Und sage, naja, so würde ich schon mal nicht machen. Er hat gedacht, ich habe jetzt vielleicht kleinere Ergänzungen, sage ich, so weg. So. Also ich würde ja ganz anders ansetzen. Ne? So, also war das, er hat mich von Anfang an als Bereicherung und als Ergänzung gesehen, was es auch ist. Auch eher dieser weibliche, seelische, fühlende Aspekt. Kurt ist ja dann auch 2009 zu dieser Wissenschaft auch mitgegangen, weil er auch gesehen hat, wow, da ist. Und er wollte immer wissen, was ich da draußen in der Welt gefunden habe. Er sagte, er ist froh, dass ich das alles mache, weil ich es dann zu ihm gebracht habe. Genau, und hat dann 2009 war das erste Mal dabei und war 2011 und 2012 nochmal mit dabei. Und ja, wir können einfach gut den anderen halt in seinem So-Sein lassen, in seiner Sicht, weil die Ausrichtung und die Lebensabsicht einfach eine sehr, sehr ähnliche ist. Also habt ihr euch Genau. da gegenseitig schön beeinflussen können, was ja auch, wie es ja auch sein soll, dass die Offenheit und der Respekt und die Wertschätzung einfach dann natürlich dann in so großem Maße da war, ne? Dass man sagt, man kann ja nur voneinander lernen. Genau, also ergänzen würde ich es fast sagen. Ich versuche ja nicht zu beeinflussen, was du in dem Vorgespräch, haben wir zwar nicht aufgezeichnet, schon gesagt, ich versuche nicht zu beeinflussen. Aber eben trotzdem der zu sein, der ich jetzt bin, mit der Wahrheit, die sich mir jetzt halt zeigt. Und das war für mich am Anfang nicht leicht, weil er war ja schon jemand, der hatte schon Bücher und hat Seminare gegeben. Und ich war ja noch auf der Suche. Und dennoch gab es halt eine Wahrheit. Also für mich war das jetzt nicht so easy und habe mich hingestellt und sage, also ich sehe das jetzt einfach anders. Ich konnte nur der eigenen Wahrheit nicht ausweichen. Und er hat mich auch immer gefragt, so wie siehst du das, wie erlebst du das und so weiter. Ja, jetzt habt ihr ja die Global Unity, ja, die Global Harmony Unity, so rum, gell? Und ich hatte so den Eindruck, also du warst früher ja auch vielleicht nicht ganz so der Typ, der so gerne in die Öffentlichkeit wollte, aber dass sich das die letzten Jahre doch sehr geändert hat und bist dann ja auch Gründerin eben von dieser Unity. Wo sind jetzt die Schnittpunkte zu diesem Akram Wignan und von eurer eigenen Unity, die ihr da aufgebaut habt? Also wo ergänzt sich das? Wo fließt es zusammen? Wie kann man das sehen? Das ist eine tolle Frage. Also zum einen trete ich immer noch nicht gerne in Erscheinung. Ich habe nur das Gefühl, auf Wolke 17 hätte ich auch bleiben können. Ist mit einer meiner Lebensabsichten, Berufung, sichtbar, hörbar zu sein, weil viele Menschen das Geistige einfach nicht so wahrnehmen. Sie brauchen jemanden, den sie sehen können, den sie hören können. Ich war ja dann sehr aktiv bei Akram Wignan. Wie gesagt, wir haben das in Deutschland aufgebaut. Und also da
war ich schon sichtbar. Und vorher ja auch mit Seminaren und so. Aber es war nie, ja, ich wollte immer unsichtbar bleiben, irgendwie so. Und irgendwann kam der Ruf, dass ich meine Rolle innerhalb von Akram Wegner in Deutschland verändert. Das war stabil, es war aufgebaut, es gab viele Center. Und ja, es ist in meinem Leben oft so, dass ich mit initiiere und es hat mich einfach, es war einfach klar, meine Rolle ändert sich. Die Absicht, vielen Menschen Inspiration zu sein, eine Chance zu sein, zu erkennen, wer ich wirklich bin, was ich wirklich will und so weiter, das ist immer geblieben. Das ist auch immer das, was im Prinzip mein Weg gestaltet. Und wir haben uns das nicht ausgedacht mit der Global Harmony Unity. Es kam tatsächlich ein Freund von uns, der gesagt hat, du, was ist eigentlich, wenn Kurt nicht mehr da ist, wer macht denn seine Arbeit weiter? Und dann habe ich gesagt, du, Kurt gibt es in Hunderten von Büchern, in DVDs, digitalisiert. Er hat so viele Menschen sind ausgebildet. Sein Wissen ist so sehr in der Welt, da braucht es keinen. Er hat aber irgendwie nicht locker gelassen. Es war eigentlich gedacht als eine University, wo ganz viele Menschen im Prinzip schon, es ist ja auch nicht Kurt seine Lehre, aber Kurt hat halt die geistigen Gesetze und so für den deutschsprachigen Raum gut aufbereitet und hat für viele, viele Menschen war er der Einstieg in Spiritualität, in die geistige Welt, in geistige Gesetzmäßigkeiten. Also ganz viel hat darauf hier aufgebaut und dennoch ist es uns immer ganz wichtig gewesen, dass jeder halt seine Art hat. Und jeder hat unterschiedliche Schwerpunkte. Dann haben wir so das, ja gut, vielleicht gibt es eine University, wo ganz viele Menschen da sind, die im Prinzip so wie aus Kurt gekommen sind. Da gab es so ein Bild, was sich mir gezeigt hat, von einem Baum und Kurt war so der Stamm und aus diesem Stamm sind ganz viele Äste und Früchte und Blätter entstanden. Und der Stamm wird natürlich genährt aus dem einen Sein, aber halt aus dem Kurt-Stamm ist halt ganz, ganz viel entstanden. Und kurz bevor es dann aber wirklich bekannt geworden ist und wir hatten einfach nur, er hatte diesen Ruf und er hat nicht locker gelassen, sagen, okay, dann lass uns schauen, was passieren mag. Es ist wirklich, wir sagen, es ist ein Seinsprojekt, was uns halt gerufen hat. Und es ist nach wie vor, wir schauen und lauschen, was will es von uns? Das ist, also bis ist es jetzt 3 Jahre oder so, gibt es das, oder 2,5, ich weiß es gar nicht mehr. Und immer ist es der gleiche Prozess. Immer schauen wir, was will es. Und was halt passiert ist, dass es auch, das war auch in einer Zeit noch mit Corona, wo dann ja die Menschen sich nicht mehr begegnen konnten und ganz viel digital ja auch dann da war, ganz viel online war. Wir hatten dann, bevor wir wussten eigentlich, was es wird, haben Kurt und ich dann Livestream gemacht und haben einfach gesagt, okay, da passiert gerade was. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie du hast damit was zu tun, schreib uns eine E-Mail und sag, okay, ich bin dabei. Ja, also wenn du ein Ja hast. Wir haben nur so eine E-Mail-Adresse eingerichtet und gedacht, ja gut, da werden halt ein paar schreiben. Es haben, glaube ich, 2000 Leute geschrieben. Und dann habe ich Gespräche geführt mit ganz vielen und sage ich, wozu hast du denn Ja gesagt? Und es war fast bei allen das Gleiche. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist genau das, worauf ich gewartet habe. Es ist genau das, weshalb ich da bin. Endlich ist die Familie da. Endlich sind diese Menschen da mit der gleichen Lebensabsicht, mit der gleichen Berufung, Beitrag zu leisten für die Menschen der neuen Zeit, für diese Zeit. Endlich ist wie jeder seinen Weg gegangen. Und die sind, also ganz viele hatten so das Gefühl, ich bin anders, ich werde nicht verstanden. Ich passe hier nicht rein. Und genau diese Menschen haben sich irgendwie darüber, über diesen Ruf gefunden. Das ist wirklich wie eine große Familie. Und es war am Anfang ja nur digital. Und dann hatten es auch ein Musiker mit dabei und wir hatten ein gemeinsames Konzert in der Schweiz. Dann haben wir zu Remo gesagt, du, wenn wir eh schon da sind, dann können wir den Leuten ja einfach nur sagen, du, also wer will, kann ja da hinkommen, dann begegnen wir denen mal. Und dann haben wir das halt mitgeteilt. Dann war ich sehr unsicher. Ich habe gesagt, weil wir kamen nur digital zusammen. Und jedes Mal über so viele Jahre, jede Woche haben wir einmal
donnerstags abends dieses Harmony Live. Und du kommst rein in diesen Zoom-Raum oder später auf YouTube. Und es ist wie nach Hause kommen für ganz viele Menschen, weil du musst nichts erfüllen, du musst nicht irgendwie sein, sondern du bist der du bist. Und wir, ich kann das gar nicht mit Worten beschreiben. Es ist wirklich dieses Science-Projekt. Also wir müssen nichts tun, sondern wir sind einfach miteinander. Und in dieser einen Stunde, die wir dann zusammen sind, haben so viele schon gesagt, ist zum Beispiel einfach ganz viel Heilung passiert. Sind schon Begegnungen, Beziehungen, Kinder entstanden dadurch. Also das passiert in dem Moment, wo ich nichts mehr tue, sondern einfach nur da bin, kann ich mich natürlich entspannen. Erkenntnisse, es ist so viel, was dann sich zeigt, ganz natürlich im Miteinander. Und ganz viele, also von dem her ist die Verbindung jetzt auch wieder zu Akram Wignan. Akram Wignan ist ein Weg, um mich zu erinnern. Und bei der Global Harmony Unity ist es der Raum, um da zu sein. Und ganz viele aber sind auch bei Akram Wignan, weil sie sagen, okay, ich will das jetzt aber nicht nur donnerstags erfahren und nicht nur, wenn wir uns treffen, also auch beim physischen Treffen, da hatte ich eben Bedenken, dass das Menschliche reinkommt und dann doch der Verstand und die Bewertungen. Und wir kannten uns ja nur von diesem kleinen Bildchen. Das sieht ja dann auch nochmal anders aus, wenn auf einmal ein Körper dran ist. Wir wissen ja auch nicht, wie groß sind die anderen und so weiter. Aber wir wussten sofort, wir haben sofort gefühlt, die gehört dazu und der gehört dazu. Und es war sofort das Gleiche. Die gleiche, das Gefühl der Einheit, der Unity tatsächlich. Boah, wir sind die Menschen. Wir sind die, worauf wir gewartet haben. Wir sind bereit, den Frieden in uns zu finden, Frieden zu sein, Liebe zu sein. Wir sind das tatsächlich. Nicht mehr im Außen groß was zu ändern. Wenn ich das habe und will, dann kann ich das alles machen. Aber das Wesentliche ist, dass wir es sind, dass wir. Ja, und das passiert da einfach. Es ist ein, ja, für viele Menschen, die dankbar waren, Gleichgesinnte zu finden. Und das hat sich alles wie aus sich selbst heraus entwickelt. Dass Leute gesagt haben, okay, ich wohne da und da wohnt noch irgendjemand. Dann haben wir im deutschsprachigen Raum, gibt's Telegram-Gruppen mit Postleitzahlen, ne? Die Einser, die Nuller und die Zwei und keine Ahnung. Dann Österreich, Schweiz, international, weil die auf der ganzen Welt Deutschsprachige sind. Und das ist alles einfach so passiert. Momentan auch ganz spannend, dass wir alle ähnliche Entwicklungen haben. Es ist ja gerade eine Zeit, wo auch einfach so viel ist und wo so viele Menschen das Gefühl haben, boah, es ist auch so viel Informationen, so viele Kongresse. Jeder ist wirklich toll, aber für viele, die haben einfach das Gefühl, ich kriege gar nichts mehr rein. Und wir sehen, dass in unserem, es sind ja Tausende tatsächlich, die da sind. Dass aber ganz ähnliche Erfahrungen gemacht werden und dass bei uns ganz viel tatsächlich auch Raum für Stille ist und für nichts, also für die Leere mit Doppel-E, um zu erkennen, es ist ja. Und so das im Miteinander zu erfahren, ohne irgendwelche Teachings, ohne irgendwelche Philosophien oder so. Aber wenn ich was wissen will oder sowas, eben ganz viele das konkret erfahren will, dann ist das so ein Kreis. Also das für mich ergänzt sich das ganz, ganz wunderbar. Aber für viele ist es auch so, dass sobald sie schon dann Inder sehen, denken sie, oh Guru, Sekte, da gehe ich nicht hin. Und es muss ja nicht sein. Also ich bin auch so ein bisschen so eine Botschafterin von dich ermutigen, deinen Weg zu gehen und für dich zu spüren, was ist. Ich kann bestimmte Dinge empfehlen, weil ich das aus meiner Erfahrung weiß, aus der Erfahrung ganz vieler, aber ich weiß ja nicht, was es für dich ist. Und du hast aber in diesem Moment ja die Chance, vielleicht ist das dann auch das, was du vorhin gemeint hast, mit Schritten, einfach mit dem Atem loszulassen, mit dem Ausatmen und einfach mir erlauben, dass ich da bin und spür, was ist, wenn ich nichts reingebe und nichts reintue. Was ist denn? Das heißt, man kann so sagen, bei dem Akram Wignan, dann kann ich so erstmal überhaupt mal bei mir ankommen, meine Essenz spüren und die Global Harmony Unity,
Da ist der Raum einfach nur zu sein, willkommen zu sein, ich zu sein, nicht tun zu müssen. Es geht um das Sein und die Gemeinschaft dann davon zu spüren. Genau, das Miteinander sein. Es gibt ganz, ganz viele Treffen, eben die treffen sich unterschiedlich und miteinander organisieren sich das selbst, manchmal von dem Gründungsteam oder dem Kernteam, was da ist, was das Ganze so ein bisschen leitet. Also wir leiten es nicht, wir schauen, was es von uns will, aber genau, manchmal gibt es es mit uns, aber wir sind auch sehr weit verstreut. So im September wird es in Bremen unser erstes Festival, physisches Festival geben, über eben ein ganzes Wochenende mit eben auch ganz viel, auch mit Musik, aber mit ganz viel Raum aus dem Jetzt halt zu erfahren im Miteinander, wie es für mich, wie es sein kann, wir Menschen, wenn jeder so sein darf, wie er ist, wirklich inklusive mir. Und einfach die Ausrichtung so eine ähnliche ist mit Liebe und Frieden und Harmonie, wie das aber einfach passiert, ohne dass es jemand machen muss. Und gemeinsam diese Erfahrung zu haben, das gemeinsam zu sein, das ist unglaublich kraftvoll. Wie kam die auf Bremen, dann da dort das erste Festival zu machen? Auch wieder sind immer diese Umstände, da gibt es jemanden, die hat ein Hotel. Ein Wellnesshotel und die hat gesagt, du, wenn ihr wollt, also ich habe hier einen großen Raum und ich stelle euch das kostenlos zur Verfügung. So. Es ist passiert, ne? Es war der Raum da. Genau. Es ist das, wie es bei der Global Harmony Unity einfach so ist. Es passiert einfach alles. Ja, sehr spannend, wie sich die Dinge dann fügen. Ich weiß aus anderen Interviews, dass du gesagt hast, dass dir gerade zu Beginn auf dieser Erde die Tiere oftmals näher standen als die Menschen. Hat mich auch sehr berührt, weil ich arbeite ja auch mit Menschen und tue auch alles, damit auch sie heil werden dürfen. Aber mein Herz gehört eben auch den Tieren und ich kann es kaum ertragen, wenn Tiere leiden, weil ich das so schrecklich finde und die haben oftmals so wenig Lobby und sind eigentlich dann noch hilfloser, als es der Mensch ist. Und du hast ja damals eben gesagt, also du hast dich da sehr viel näher gefühlt und was wir eben vor kurzem eben gerade besprochen haben, dieses einfach nur zu sein, sein zu dürfen, wie man ist und gar nicht tun zu müssen. Das ist ja das, was man so oft auch bei den Tieren findet. Und ich finde es auch immer wieder sehr faszinierend, dass Menschen, die gar nicht so Zugang zu sich selbst haben, vielleicht recht hart mit sich und der Umwelt sind, wenn sie mit Tieren in Verbindung kommen, auf einmal werden sie ganz weich. Ist es das, akzeptiert zu sein, wie man ist, einfach sein zu dürfen. Was meinst du, warum das Herz da auf einmal aufgeht? Also zum einen glaube ich, also ich habe natürlich auch früher mit den Tieren waren sie mir deswegen näher, weil da halt kein Intellekt ist und keiner, der das bewertet, weil da eher auf der Seelenebene ein Kontakt ist. Ich habe nonverbal, verstehst du dich, und die spiegeln normalerweise auch deinen Zustand und sie verstehen dich ohne Worte und filtern nicht. Das ist denen egal, wie du aussiehst und ob du studiert hast und wie viele Sprachen du sprichst und wie viel Geld du aus dem Konto hast. Das ist denen alles egal. Und gleichwohl erlebe ich, habe ich lang, also dort auch schon immer erlebt, dass Tiere ganz doll den Menschen helfen zu erkennen. Ganz viel Heilung bringen. Es gibt ja mittlerweile auch wirklich Therapie, nicht nur Thera nicht nur Delfine und also ganz viele Tiere werden ja eingesetzt, um den Menschen eben wieder mehr auf das Seelische, auf das Fühlende, auf das Natürliche zu erinnern. Und diese Unmittelbarkeit eben mal raus aus diesem Verstand und aus diesem bewertenden Intellekt und aus so vielen Filtern und Brillen, die man aufhat, das haben die Tiere nicht. Die reagieren auf mein So-Sein. Und mich hat zum Beispiel damals Siegfried und Roy unglaublich fasziniert, die mit diesen Wildkatzen, mit diesen Tigern zusammengelebt haben. Ich sage, wow, in denen muss so wenig Aggression sein, dass sie das nicht in ein, das ist ja eigentlich auch eine Natur in Wildkatzen, in Raubtieren, dass das nicht ausgelöst wird. Im Gegenteil, die haben die ja dann Roy sogar versucht zu retten. Ne, als der seinen Anfall da hatte. Von dem her erlebe ich,
dass auch das Leid der Tiere für die Menschen, damit die Menschen irgendwann mal aufwachen. Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Irgendwann mal, die Kinder haben das ja schon manchmal, wenn sie realisieren, dass das ein Tier ist, was sie da essen sollen, das Fleisch, dass sie sagen, das geht, so ging es mir auch, als meine Mutter kam vom Bauernhof und wenn wir bei der Oma waren. Und ich hatte einen Tag vorher noch mit dem Hasen halt draußen im Garten gespielt und der war auf einmal nicht mehr da, und dann lag er mittags auf dem Tisch. Das ist krass, Ich ja. kann den nicht essen. Aber das eben, wir Menschen sind hier, um wach zu werden. Wir Menschen sind hier, um zu realisieren, um zu wissen, was wir tun. Um wieder ein Mitgefühl, die meisten sind halt so abgeschnitten von ihrer Empathie, von ihrem Fühlen, überhaupt mitzukriegen, dass ein Tier eine Seele, also beseelt ist, dass da ein lebendes Wesen ist und nicht etwas wie eine Materie, die ich einfach missbrauchen kann oder essen kann oder so. Wenn mir das irgendwann mal bewusst ist und ich mitkriege, Mensch, da lebt Gott darin, da ist, ne, das ist, die Seele ist Gott, dann kann ich das alles natürlich nicht mehr tun. Aber wir Menschen sind in dieser Entwicklung. Und ich hatte früher auch gedacht, und das auch Akram Wigner, das Wissen gekommen, dass wir Menschen zwar alle aussehen wie Menschen, aber auf ganz unterschiedlichen Entwicklungsstufen sind. Und manche sind eben so sehr nicht bewusst, dass sie einfach das nicht wissen. Und wir können sie nicht verurteilen dafür, weil es ist ihnen nicht bewusst. Und bis zu eben den Erleuchteten ist alles in der menschlichen Form, aber die Seele, die Entwicklung der Seele ist sehr, sehr unterschiedlich. Und dennoch, da sind wir jetzt bei deinem Thema vielleicht der Berufung, ist aus meiner Sicht die Berufung jedes Menschen, ist wach zu werden, zu erkennen, wer ich wirklich bin. Aber ja, jeder ist auf einer anderen Stufe. Aber ich bin jetzt da und es geht um mich und es geht um jeden Einzelnen, ein bisschen vielleicht wacher zu werden, ein bisschen bewusster zu werden. Was tue ich hier eigentlich durch meine Gedankensprache oder Handlung? Wie bin ich zu mir? Wie bin ich zu meinem Partner? Wie bin ich zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, meiner Umwelt, zu den Tieren, zu den Pflanzen? Kann ich dann immer weitergehen? Ich glaube, das ist unser Auftrag, den wir jetzt auch für diese Zeit haben. Und wir finden uns, da ist auch die Global Harmony Unity oder auch Akram Wignan. Das sind Menschen, die alle diesen Ruf haben und die Lebensabsicht und die Berufung haben, zu erwachen, wach zu werden, sich zu erinnern, wer ich wirklich bin und aus diesem Leid herauszukommen. Also oder auch wenn der Körper Schmerzen hat, ist das was anderes, als wenn ich leide. Also diesen Aspekt des Leidens aufzulösen. Das hat Buddha damals schon versucht, mit dem Weg der Mitte. Und wir sind jetzt gerade auch im Westen, glaube ich, an dem Punkt, wo wir erkennen dürfen, was lässt mich eigentlich leiden? Was lässt mich nicht in der Liebe sein? Was lässt mich das eigentlich nicht erfüllen? Weil das ist für mich die große Einladung, jeden Moment zu lieben und Liebe zu sein und egal was ist, zu lieben. Warum vergessen wir es immer wieder? Warum gelingt es uns denn nicht? Weil er halt immer noch irgendwie, wir ihm so viel Macht gegeben haben, so viel Aufmerksamkeit und so viel an ihn geglaubt haben. Und das ist ein Weg, den jeder Einzelne geht. Und dennoch können wir im Miteinander, im Gegenseitigen uns erinnern und immer wieder dich als Gott zu erkennen. Du bist das Vollkommenste, das Schönste, was es gibt. Das schaut mich durch diese Augen an. Und die Verpackung ist die sie jetzt halt ist. Aber das sind wir. Und wenn wir das erkennen und das im anderen erkennen, dann müssen wir oft auch gar nichts sagen oder können ein Lied singen oder sind in Stille miteinander. Und dann beginnt das, wie bei Tieren, die uns einfach da wahrnehmen, es sei denn, sie wollen was fressen oder sowas. Oder was auch immer. Genau. Ja, ich finde es sehr spannend, was du sagst, denn dieses Bewusstsein ist so wichtig, um einmal zu erkennen, wer man selbst ist, um zu erkennen, wie gehe ich denn mit meiner Umwelt um, wie gehe ich mit den Tieren um, wie gehe ich mit den Pflanzen um.
Und es gibt ja mittlerweile sehr viele Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind, aber es gibt auch eine ganze Menge Menschen noch, die mit Spiritualität überhaupt nichts anfangen können. Und das ist, wenn man so bedenkt, eigentlich sehr spannend, weil wir können ja gar nicht spirituell sein, weil in dem Moment, wo wir unseren ersten Atemzug machen, ja, ist ja schon die Seele da. Aber es ist halt vergessen. Wir wissen es oftmals nicht. Und ja, in der Welt, wo ich früher eben gearbeitet habe, in der Businesswelt, IT-Welt und so, ja, das sind ja nur Nullen und Einsen. Und da hat sich natürlich auch schon viel getan. Aber es gibt wirklich halt verschiedene Welten, genau was du sagtest. Jeder ist auf seiner eigenen Entwicklungsstufe, macht seine eigenen Erfahrungen, ja, und so ist halt nun mal die Welt. Aber ich glaube auch, je bewusster wir werden, und wenn ich jetzt gerade wieder an die Tiere denke, ist eigentlich das, je mehr ein Mensch in die Selbstheilung kommt, dann ist er nicht in der Lage, Böses zu tun, ein Tier zu quälen oder einfach genauso wenig so einem Menschen. Und deswegen finde ich es so wertvoll, wie du und deine Mitstreiter, dass ihr einen Raum bietet, wo man eben so sein kann, wie man ist. Weil in dem Moment, wo ich mich vollkommen akzeptiert fühle, da kann ich nicht böse sein, ja. Da kann ich nur eigentlich endlich zu mir finden, dankbar sein. Und genau das strahle ich dann ja auch wieder aus. Genau, es ist ganz spannend, weil bei Akram Wiegler, ich habe ganz viel nicht gesagt, weil da geht es ganz viel auch um Karma, also was ist wirklich Karma und Aufladungskarma. Und mit dieser Zeremonie hört einfach dieses aufladende Karma auf, weil ich nicht mehr der bin, der sich da einmischt. Und der, also so. Und was ganz natürlich, ohne dass darüber gesprochen werden muss, was ganz natürlich passiert, ist, dass niemand mehr verletzt werden will. Das haben wir früher auch schon nicht gewollt. Aber wie viele Männer ich kenne, die selbst überrascht sind nach dieser Zeremonie bei Akram Wiegnern, dass die nachts die Mücken rausbringen, anstatt sie totzuschlagen. Sich selbst wundern, was denn da jetzt passiert ist, weil die Instanz so viel präsenter ist. Das heißt nicht, dass aufgrund unseres des Restes da noch Worte rauskommen können oder Gedanken, eben Bewertungen oder auch irgendetwas passiert. Aber innen drin, das ist so viel stärker, dass ich das nicht will. Und derjenige, der dann oft früher dann Argumente hat, na ja, aber der hat es doch verdient oder na ja, es ist jetzt nicht so schlimm. Also dieser Aspekt hört halt auf, der das irgendwie auch noch verteidigt oder gut macht. So, und das ist das alleine schon, wenn ich denke, wenn ich, oder nicht denke, wenn ich das so sehe, was alleine da passiert, wie, und das jetzt hat jetzt nichts mit Männern zu tun, aber die ich kenne, die neigen eher mal dazu, ein bisschen rabiater zu sein mit der Klatsche oder irgend sowas, wie die von sich selbst überrascht sind, dass ihr Verhalten sich ändert und dass sie eben in sowas, was ja wirklich nervig sein kann, wie eine Mücke oder sowas, dass sie die auf einmal rausbringen. So, ja. Und natürlich hat es nur aus dem Bewusstsein heraus einen Sinn. Und ja, Ja, ich hoffe, genau. dass es ganz viel sich verbreitet. Ja, jetzt haben wir wirklich eine ganze, ganze Menge davon gehört. Und es geht eigentlich immer darum, bei sich anzukommen. Es ist so spannend. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen sagen, oh, ich möchte aber noch mehr von der Nada wissen und die verschiedenen Themen, wie es gibt. Wir hatten ja auch schon im Vorfeld jetzt erörtert, ihr habt überhaupt nichts, was man kaufen kann. Es gibt nämlich quasi alles umsonst. Das heißt, damit jetzt unsere Zuschauer auch sagen können, ich will jetzt unbedingt mehr davon wissen, können wir verschiedene Dinge direkt unter dem Video verlinken. Das ist einmal die Homepage von der Global Harmony Unity, damit die Menschen sagen, das interessiert mich, ich möchte mehr ins Sein kommen, einfach so zu sein, wie ich bin, ohne tun oder beweisen zu müssen. Da ist man dann gut aufgestellt. Wer ansonsten auf der Suche ist mit dem Akram Wignan, ihr habt ja auch jetzt eben eine deutsche Seite auch, ne? Und wo man sich da wiederfinden kann, das werden wir drunter verlinken. Und du hast vorhin YouTube erwähnt, wo es ja auch eine ganze Menge an Videos und Informationen gibt, wo man auch da erstmal reinschnuppern kann. Genau, also das ist noch, bin ich sehr fleißig. Das läuft vielleicht jetzt auch aus, werde ich sehen. Aber es gibt diesen Nada Brahma YouTube-Kanal, wo wir ganz viel, ja, auch ganz viel von Kurt,
ganz viele Gespräche, eben ganz viel, alles umsonst, weil Kurt und ich, für uns war das immer schon klar, dass unser Leben im Dienst ist, im Dienst für das Ganze. Und wir geben alles und wir wissen, wenn ich alles gebe, bekomme ich auch alles. Das ist ein geistiges Gesetz, was für uns wirkt. Und deswegen sind wir in Umständen, wo wir einfach wirklich freigeben können und gut vom Leben versorgt werden. Und das ist natürlich, ich liebe das, weil es gibt auch die Möglichkeit, auch bei der Global Harmony Unity, wenn jemand das Gefühl hat, ja, aber ich möchte auch einen Ausgleich, ich möchte in Harmonie bleiben, ich kriege hier so viel, dann kann man auch einen Beitrag, manche machen 1,11 oder manche machen 1,100 oder keine Ahnung. Also jeder, wenn er das Gefühl hat, ich möchte etwas ausgleichen, dann kann er das natürlich. Oder du siehst in deiner Nachbarschaft oder weißt irgendjemand, wo du sagst, Mensch, ich kriege hier, wem kann ich denn geben, wer was braucht? Also das ist so Kurt und meine Philosophie, deswegen gibt es halt bei uns wirklich alles kostenfrei. Sehr Genau. schön. Aber ich verstehe das und das finde ich auch gut, wenn jemand sagt, ich möchte aber auch meinen Beitrag geben, weil es ist ein Geben und Nehmen. Es soll in Balance sein, ja. Also man fühlt sich ja oftmals nicht gut, wenn man das Gefühl hat, ich werde so reich beschenkt, aber ich darf ja gar nichts geben. Und ich finde es gut zu sagen, entweder was zu spenden oder vielleicht auch wirklich, ja, in der Nachbarschaft, dem Tierschutz, was auch immer, da zu Genau. wirken, weil alles, was Genau. uns begegnet, hat ja auch wieder was mit uns zu tun. Genau. Und jeder ist in seinen Umständen, so erlebe ich das, jeder ist in den Umständen, wo er genau so wie er jetzt ist, so viel zu geben hat. Alleine, wenn er schon dafür sorgt, mit sich gut zu sein und sich wohl zu fühlen und zu schauen, wie kann ich zufrieden sein, wie kann ich in Frieden sein, geben wir schon einen Beitrag. Also auch auf der Seite Global Harmony Unity gibt es so deinen Beitrag. Und das Wichtigste ist es tatsächlich zu sein. Und wir treffen uns auch schon morgens um 8, mittags um 1, abends um 8, geistig, wo wir sagen, okay, wir tunen uns ein, wir verbinden uns und wir geben das ins Feld, was mir wichtig ist. Dafür muss ich es sein. Ich kann nicht was ins Feld geben, wenn ich es nicht bin. Ja, also diese verschiedenen Ebenen, dass wir gemeinsam wirken können, da wo jeder ist. Ja, na, da die Botschafterin der neuen Welten, da haben wir es wieder. Ja, es war mir ein großes, großes Vergnügen mit dir, dass wir so die verschiedenen Gesichtspunkte mal erörtern durften, auch so die Themen, die dich jetzt antreiben, ja, und gerade mit der Globe Unity Harmony, mit dem Akramignan und so weiter. Ich glaube, dass wir da viel, viel Interesse wecken konnten, weil die Menschen sind ja auf der Suche. Es sind so viele Menschen auf der Suche, die bei der Vielfalt gar nicht wissen, was sie sich anschauen können, was vielleicht ihres ist. Ich glaube, da haben wir jetzt auch einen großen Beitrag gegeben. Und liebe Nada, hast du vielleicht noch ein schönes Schlusswort für unsere Zuschauer? Bevor das Schlusswort kommt, wenn es kommt, würde ich gerne über Nada Brahma ganz kurz sprechen, weil Gerne. das jetzt etwas ist, was mich gerade so sehr ruft. Nada Brahma ist übersetzt, die Welt ist Klang. Und die Sprache der Seele ist für mich Stille und die erste Übersetzung ist Musik. Und hier ist ein ganz großer Ruf, Menschen zu inspirieren, einzuladen. Und es hat ganz viel mit Stimme auch zu tun. Die Stimme, und das ist so heilsam, alleine wenn ich beginne zu tönen, zu summen, zu erlauben, über die Stimme, dass da Klang rauskommen darf, Töne rauskommen darf, ich singen darf, beginnt sofort diese Selbstheilung, es beginnt sofort gleich ganz viel. Und ich singe viel lieber, als dass ich spreche. Ich mag eigentlich gar nicht sprechen oder bin still. Und das ist jetzt etwas, was ich jetzt auch über diesen YouTube-Kanal, der heißt ja natürlich nicht umsonst Nada Brahma, aber noch mehr in die Welt geben mag, dass Menschen und gerade wir im deutschsprachigen Raum wieder singen, miteinander singen. Und auch da ist so viel Kraft und es harmonisiert sich von alleine, wenn Stimmen zusammenkommen. Ich habe das lange erforscht, warum habe ich so eine große Affinität dazu? Und das war, als wäre es halt eine Erinnerung an diese Celestial Being, also an diesen Himmelsreich, wo diese Engelschöre sind, wo es einfach nur in Harmonie miteinander klingt. Jeder hat seinen Ton, jeder hat seinen Klang. Und dennoch ist es eine große Harmonie, eine kosmische Symphonie. Und ich habe auch so das Gefühl, dass wir Menschen über die Musik
über die eigene Stimme und wenn es nur unter der Dusche ist oder im Auto beginnen mal zu summen und zu erlauben, meine Stimme, dass über meine Stimme ich als Instrument wirken kann. Das ist gerade etwas, was mich sehr, sehr ruft, was mich schon lange ruft, aber was jetzt so die Zeit ist, dass genau. Das wollte ich jetzt noch vor dem Schlusswort sagen und das Bevor du dein Schlusswort. Schlusswort, bevor du dein Schlusswort machst, lass mich da dazu was sagen, was du gesagt hast. Ich finde es so schön, denn auch mir geht es so, dass ich finde, allein über den Klang passiert mittlerweile schon so viel, ja. Da kann man meditieren, da kann man sich Energien runtergehen, da kann man heilen. Und dann sitzt man mal so ganz absichtslos auf der Couch, hat eine gewisse Musik und auf einmal passiert's. Es passiert einfach über den Klang, über diese Schwingung. Und bei mir sind auch Dinge interessanterweise, bei mir geht alles auf die Stimme, ja. Auch als Kind, ich habe nicht gern gesprochen oder ich war total schüchtern. Und wenn ich mal was gefragt wurde, bevor ich überhaupt antworten konnte, hat meine Mutter schon geantwortet, ja. Und ich habe dann auch wirklich Hemmungen gehabt, überhaupt was zu sagen vor Leuten. Und irgendwie geht es mir immer auf die Stimme, auch bei den ganzen Interviews. Ja. Teilweise sagte ich am Anfang, meine Güte, wie soll denn das meine Stimme durchhalten? Weil ich gemerkt habe, dass ich dann sehr schnell heiser wurde. Aber wenn ich mich jetzt an meine Uressenz der Hammes wieder verbinde, und das habe ich mich nämlich auch schon gesehen als Wesen, was mit der Stimme den ganzen Universum, alle Planeten erreicht hat. Und dachte, wie spannend, dass ausgerechnet jetzt meine Hausaufgabe wohl ist, die Stimme wieder frei zu machen. Ich glaube, du kannst das mit deinen Erfahrungen Total. Das unterstreichen, oder? erste Instrument, was ich gespielt habe im Kindergarten, war tatsächlich Flöte. Und auch meine ganze Verwandtschaft hat über Jahre gedacht, ich kann nicht sprechen, weil ich stumm war. Wahnsinn, oder? Ganz Wahnsinn. Habe kurz. ich das direkt Und Flöte? ich habe so das Gefühl, dass es halt, ich hatte eine Blockflöte im Kindergarten, das war das erste Instrument. Und wenn die halt nicht mit Luft, wenn das nicht bespielt wird, dann verstopft das. Und jetzt kann ich da was pressen und ich als Persönlichkeit singe oder ich lasse wirklich meine Seele oder mein Herz singen und erlaube wirklich, dass das ein Instrument ist. Und erlaube, ohne zu wissen, was da kommt, dass das über meine Stimme rauskommen darf. Und das ist so nicht nur so heilsam, es ist so erfüllend. Es bringt mich so sehr in die Präsenz, weil ich gleichzeitig das Instrument bin, was aktiv ja da was rauskommt und gleichzeitig lausche ich. Ich bin beides gleichzeitig. Und es macht so eine Präsenz und so ein lässt uns so sehr erfahren, wer wir wirklich sind, aus meiner Sicht. Ja, Genau. und wieder über die Schwingung. Und da fällt mir noch was ein, mein Hund, meine große Liebe, man spiegelt sich ja mit seinen Haustieren sehr, sehr oft. Und sie kam zu uns, als sie circa 4 Monate alt war. Man kann es nicht genau sagen, aber so ungefähr 4 Monate muss sie alt gewesen sein. Wir waren dann schon die fünften, wo sie war. Also sie wurde ausgesetzt. Und natürlich alles sehr, ja, nicht so einfach, ne, für ein Tier. Und als sie zu uns kam, hat sie nie gebellt. Wie du sagtest, du hast gar nicht gesprochen. Deine Verwandtschaft dachte schon, so kann sie reden. Sie hat wochenlang nie gebellt. Und ich glaube, dass sie, also ich glaube nicht, dass sie jetzt körperlich malträtiert worden sind. Sie ist mit ihren 3 Geschwistern ausgesetzt worden. Aber wahrscheinlich, wenn die mal gebellt haben, dass man dann sehr sattstill, sehr geschimpft hat, weil sie reagiert auch sehr auf laute Stimmen, ja. Und nach 3, 4 Wochen fing sie mal an, das erste Mal zu bellen. Und wenn der Hals das nicht gewohnt ist, das hat sich angehört wie eine verrostete Gießkanne. Es war überhaupt nicht trainiert, ja. Also das war auch da. Und wenn, das ist mir jetzt erst so richtig klar geworden, jetzt gerade bei unseren letzten Worten, ja, ich als Kind, Thema mit meiner Stimme oder sprechen zu müssen, ja, der Hund, der zu mir kommt, der aus irgendwelchen Ängsten nicht bellt. Und wo wir uns, man hat, mittlerweile kann sie sehr gut und sehr laut bellen, hat sich natürlich dann schnell gegeben. Aber was es alles mit uns macht und wie wichtig die Stimme ist, weil wir damit, auch da, wir müssen eigentlich nur sein. Und etwas schwingt ja aus uns raus. Genau. Ja, und es bringt sofort den ganzen Körper in Vibration. Es beginnt sofort zu schwingen. Früher haben Frauen mit Tönen, mit Differenztönen geheilt. Was ich vorhin gesagt habe, wenn das irgendwo erstarrt ist, ne? Zellen oder irgendwelche Organe, was fest geworden ist, entartet dann irgendwo, weil es nicht mehr fließt, nicht mehr lebendig ist, nicht mehr schwingt. Dann wie mit so ganz, das hört sich sehr schrill an, ganz schrillen Differenztönen.
gesungen, getönt und das war wie so ein Reset. Die Zellen haben wieder angefangen zu schwingen, zu vibrieren. Das kann ich halt in dem Moment, wo ich beginne, nur so, fängt mein ganzer Körper an, mit zu vibrieren. Also die günstigste Heilungsmöglichkeit immer da, die wir haben. Aber da geht es dir wahrscheinlich auch so, dass lautes Sprechen oder Schreien wahrscheinlich auch nicht so dein Ding ist, oder? Weil ich habe auch Hemmung zu schreien. Also ich fühle jetzt auch nicht so, als wenn ich schreien müsste. Aber selbst wenn ich es versuchen würde, hätte ich wahrscheinlich Probleme mit meiner Stimme. Nur als unser Hund dann da war und es gab so eine Notsituation und wenn ich einfach nur laut gerufen hätte, hätte sie wahrscheinlich nicht gehört. Und man hört es so, diese afrikanischen Frauen, dieses, ja. Also wenn man so ganz laut dieses Vibrieren, das kam aus mir raus. Ganz instinktiv, weil es jetzt um meinen Hund ging, der in Gefahr ging. Und seitdem kann ich das, aber auch nur in Bezug auf meinen Hund. Spannend, oder? Ja, wir Aber haben halt einfach so viel Konditionierung. Ich habe über das Obertönen, du brauchst die Kraftstimme dazu. Und was alleine, wenn man Obertöne macht und in die Kraftstimme kommen will, die muss laut werden erstmal, wie viele Menschen das nicht können. Weil ganz viel laute Stimme, ganz arg ist für ganz viele. Oder eben dieses Schrelle, ne, was uns fast erstarren lässt. Aber es ist so wichtig, dass das kann. Und Auch wenn man einfach nur mal in den Wald geht oder irgendwo hin, wo man einfach mal so einen Urschrei rauslässt. Ich weiß, wir sind viel zu lang. Ich bin auch mit einem Schamanen unterwegs, der hat ein Zentrum. Da war eine Disziplin, man ist an sehr, sehr hohen Baum. Musste man hochklettern, also musste, konnte man. Und dann war so dieses, und das haben natürlich nicht viele geschafft, aber wenn du oben angekommen bist, war dann einer, dachte, schau mal, das ist der Weg, den du schon hinter dir hast. Den Weg, du hast den Weg, wo du jetzt bist, das hast du schon alles geschafft. Und jetzt erlaube dir einfach die Anspannung, die Anstrengung, die du hattest, einfach in diesem Urschrei. Sag dem Universum, dass du hier bist. Und ich habe nie, auch nicht in der Kraftstimme mit den Obertönen, da kam ein Urschrei raus, der hörte gar nicht auf. Ich wusste gar nicht, woher die Luft so lange kommt. Und das ist halt ganz hoch in Spanien oben. Das ging, keine Ahnung, wahrscheinlich bis nach Amerika rüber oder so. Aber zu merken, wie auch sehr befreiend das ist. Man muss sich ja nicht anschreien. Es wird ja auch so sehr missbraucht. Und ich liebe die leisen Töne. Ich mag das Stille. Aber eben zu erlauben, wenn es dann dran ist, wie den Hund, oder manchmal muss man auch Kinder rufen oder wie auch immer, oder jemand, du siehst auf einmal, da ist Gefahr und du musst laut rufen, um den anderen vielleicht was zu sagen. Dass alles möglich sein darf. Und nein, wir nehmen uns die Zeit. Wir sind nämlich ganz im Sein, wie es fließt. Also von daher eine wunderschöne Diskussion, Gespräch, was wir hatten. Alles bestens. Aber wenn du möchtest, dein Schlusswort. Mein Schlusswort. Wisse einfach, dass alles in dir ist, dass du alles bist und dass es jetzt da ist. Das hat richtig schön gewirkt. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, liebe Nada. Ein herzliches Dankeschön an unsere Zuschauer, die uns begleitet haben. Und ihr habt es gehört, je mehr ihr bei euch ankommt, lasst mal einen Urschrei los und schaut mal, was passiert, weil auch das ist Heilung. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Ciao.